Radweg am Truppenübungsplatz Bruckneudorf eröffnet. Landeshauptmann Hans Niesel und Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, Magister Hans-Peter Doskozil, eröffneten beim Kriegerdenkmal in Bruckneudorf die neuen Radwege. 4 Jahre wurde mit dem Bundesheer verhandelt, um die Möglichkeit zu schaffen, Radwege durch den Truppenübungsplatz anzulegen. Unter Minister Doskozil ist nun der endgültige Schritt gemacht worden. Der Radtourismus stellt für das Burgenland, insbesondere für das Nordburgenland, eine wichtige touristische Einnahmequelle dar. So Landeshauptmann Niesel in seiner Ansprache. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Radfahrerinnen und Radfahrer, ich darf Sie alle recht herzlich zum Anradeln anlässlich der Freigabe zum Radfahren am Truppenübungsplatz Bruckneudorf willkommen heißen. Mein Name ist Markus Wappel, ich bin Offizier für Öffentlichkeitsarbeit am Truppenübungsplatz und darf Sie durch diesen Festakt begleiten. Das Ensemble 1 der österreichischen Militärmusik unter der Leitung vom Militärkapellmeister Oberst Hans Mirtl ersuche ich nun, den Festakt musikalisch zu eröffnen. Es erfolgt jetzt die Begrüßung durch die Anrainer Bürgermeister, dem Nationalratsabgeordneten und Bürgermeister der Gemeinde Winden, Erwin Breiner, dem Bürgermeister der Großgemeinde Bruckneudorf, Gerhard Dreisker, sowie dem Bürgermeister von Bruck an der Leitha, Richard Hemmer. Ich darf die Herren zum Rednerpult bitten. Werte Damen und Herren, liebe Radfahrerinnen und Radfahrer, es freut mich sehr, dass ich Sie alle hier heute bei uns in Bruckneudorf am Tüppel begrüßen darf. Es ist ein schönes Ereignis heute. Wir eröffnen nicht nur die Radfahrsaison mit dem sogenannten Anradeln, sondern wir dürfen auch wieder mit dem Rad durch den Tüppel nach Winden, Joes und Bandorf fahren, wie es immer gewesen ist. Es war mittlerweile 4 Jahre ist her, dass wir nicht mehr reinfahren haben dürfen am Tüppel mit dem Rad. Gut Ding braucht Weile, sagt man. Bei uns im Volksmund sagt man auch dazu, das ist eine zahre Geschichte gewesen. Das war es auch so. Und umso größer ist jetzt die Freude bei uns, dass wir wieder hineinfahren dürfen. Ob es jetzt die sportliche Betätigung ist oder auch nur, dass wir diese unberührte Natur, die es eigentlich nur mehr bei uns am Tüppel gibt, genießen dürfen. Und umso mehr möchte ich mich dann bedanken beim Herrn Bundesminister, dass es zu dieser Einigung gekommen ist. Danke. Und Ihnen allen wünsche ich heute ein schönes Anradeln dann. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Bundesminister, geschätzter Herr Landeshauptmann, werter Herr Generalmajor, stellvertretend für alle Anwesenden, Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften, geschätzte Radsportbegeisterte Bevölkerung aus der Region, aus den angrenzenden Gemeinden des Tüppel Bruckneudorf, auch meinerseits ein herzliches Willkommen zur heutigen Eröffnung der diesjährigen Radfahrsaison mit einem neuen Highlight, nämlich einen Rundradwanderweg im und um den Tüppel Bruckneudorf. Ich nenne hier die einzelnen Stationen, Bruck an der Leitha, Bruckneudorf, Winden am See, aber auch über Joes und Pandorf
kann man hier wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren. Es wurde vorhin bereits angesprochen, 4 Jahre dauerten die Verhandlungen, die teils sehr interessant verlaufen sind. 4 Jahre, wo es sehr unterschiedliche Argumente insofern gab, ob denn eine direkte Verbindung zwischen Bruck an der Leitha, Bruck Neudorf einerseits und Winden am See andererseits Richtung südliches Gelände des Leithagebirges ins Burgenland hinein auch weiterhin aktiviert werden sollte. Wir sind heute, Gott sei Dank möchte ich sagen, am Ziel angelangt. Gut Ding braucht Weile. Wir haben es geschafft. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei 2 Herrschaften, die auch einen großen Anteil daran haben, dass wir heute hier uns zusammenfinden, nämlich beim Herrn Verteidigungsminister Doskozil und bei Landeshauptmann Hans Nissl. Dankeschön für euren Einsatz. Die Direktverbindung zwischen Bruck an der Leitha, Bruck Neudorf und Winden am See, wie ich vorhin bereits erwähnte, Richtung Burgenland hat Tradition, geht bereits in das vorvorige Jahrhundert zurück. Ich möchte hier nur ganz kurz aus der Historie etwas erzählen. Aus Windener burgenländischer Seite hat es bereits geheißen im vergangenen Jahrhundert, dass diese Tiretissima nach Bruck an der Leitha, Bruck Neudorf als ehemalige Schmuggelroute bekannt und verwendet war. Das bitte auch historisch belegt, denn wie wir wissen, hat es ja nicht nur Winden am See und das Burgenland immer schon so gegeben, wie wir es jetzt kennen, nämlich zugehörig seit 1921 zu Österreich. Damals hat es geheißen, vor 1921, wir gängen, wir fahren, außer noch Österreich, die österreichisch-ungarische Doppelmonarchie. Auch das natürlich etwas, was erwähnt gehört, das heißt, diese Direktverbindung ist entstanden nicht aus Jux und Tollerei, sondern auch aus historischer Überlegung heraus. Wir sind froh und glücklich, dass die Möglichkeit ab heute besteht, an schießfreien Wochenenden, einerseits von Bruck an der Leitha, Bruck Neudorf, andererseits auch von Winden am See, jeweils die anderen Ortschaften anzufahren. Wir sind auch froh, dass dadurch die Möglichkeit gegeben ist, hier wieder den lokalen Tourismus, auch was die Gastronomie, teilweise die Beherbergungsbetriebe betrifft, entsprechend auf Vordermann zu bringen. Die lokalen Touristen sind es letztendlich auch, die in den Gemeinden Jois, Winden am See den Tourismus an den Wochenenden ankurbeln. Ich danke sehr, sehr herzlich nochmals den beiden von mir vorhin genannten Herrschaften, dass es möglich gewesen ist und möglich war, die Tiretissima wieder zu verwenden. Ich möchte mich auch bei allen anderen sehr, sehr herzlich bedanken für die Unterstützung. Ich wünsche Ihnen und uns allen noch einen gelungenen Festtag, vor allem, dass uns das Wetter heute hold bleiben möge. Und bitte beachten Sie auch die Hinweisschilder nur an den entsprechenden Straßen und Wegen. Direktverbindung habe ich schon gesagt, aber ich nehme auch noch die Straße, den sogenannten Bahndorfer Weg, hier mit in den Fokus, dass wir nicht vom Weg abkommen, nur diese Straßen benutzen, nichts wegwerfen und an den schießfreien Wochenenden hier Natur und Erholung genießen können. Dankeschön, alles Gute. Werte Abgeordnete, sehr geschätzter Herr General an der Spitze der Vertreter des österreichischen Bundesheers, liebe Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe sportliche Radlerinnen und Radler. Der Minister und ich, wir waren heute vormittags in Wien und haben ein neues sportliches Modell präsentiert,
Die tägliche Turnstunde wird probeweise ab September im Burgenland umgesetzt. Als erstes Bundesland. Ihre Kinder, Enkelkinder haben die Möglichkeit, wenn die Schule das will, die tägliche Turnstunde zu haben. Und ich denke, das ist einmal für die Kinder sehr, sehr wichtig. Das ist aber auch für die Erwachsenen wichtig. Wir brauchen zwar nicht die tägliche Turnstunde, aber Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Und ich denke, es ist ganz, ganz toll, dass dieses wunderschöne Gebiet, das ja viele Jahre verwendet wurde, wieder der Bevölkerung zur Verfügung steht. Und das ist die erste Überlegung gewesen. Alleine in dieser Region, Bruckleiter, Bruckneudorf, Bahndorf, Joes, Winden und so weiter, leben fast 20.000 Menschen. Und es ist schon etwas Besonderes, in einer intakten Natur sich in entsprechender Form bewegen zu können, mit dem Rad fahren zu können, etwas auch für die Gesundheit zu tun. Und wenn wir uns diesen Tag heute anschauen, ideales Radlerwetter, da muss man wirklich sagen, gibt es etwas Schöneres, als diese Gegend hier in entsprechender Form zu genießen. Und es war tatsächlich so, dass wir in den vergangenen Jahren immer wieder mit den Vertretern des Bundesheers, mit dem jeweiligen Verteidigungsminister gesprochen haben, inwieweit wir Lösungen finden, die auch der Bevölkerung zugutekommen. Natürlich muss respektiert werden, dass der Tüppel eine wichtige Einrichtung fürs Bundesheer ist. Aber die Gespräche haben gezeigt, wenn man konsensbereit ist, konsensfähig ist, dann kommt etwas Ordentliches heraus. Und salopp würde ich sagen, es war eine schwere Partie. Aber das hat sich ausgezahlt und ich bin dem Verteidigungsminister wirklich sehr, sehr dankbar. Auch den Kommandanten des Tüppels, Militärkommandanten und alle, die hier immer wieder auch ein offenes Ohr gehabt haben und die gesagt haben, ja, wir arbeiten an einer Lösung. Es muss geöffnet werden, aber wir brauchen natürlich auch die entsprechende Form der Sicherheit. Also insofern, lieber Verteidigungsminister, liebe Vertreter des österreichischen Bundesheers, aus Sicht des Landes Burgenlands und auch im Namen der Bevölkerung dieser Region, die Bürgermeister haben es ja schon gesagt, danke für die gute Zusammenarbeit, danke für die Lösung und wir können das jetzt wieder verwenden und ich finde das ganz toll. Ich werde mich umziehen und werde auch ein paar Kilometer mitradeln. Bitte nicht zu schnell, sonst komme ich nicht mit. Ich stehe noch nicht im Radlertraining, das wird sich auch ändern. Und auch ein zweites Danke, das sage ich auch dazu. Wir haben viele Monate und auch Jahre, muss man sagen, diskutiert über den Fortbestand der Militärmusik. Wir haben in Burgenland 90 Musikkapellen und viele Musiker dieser 90 Musikkapellen haben eine tolle Ausbildung, eine erstklassige Ausbildung bei der Militärmusik genießen können. Das heißt, die Qualität unserer Musikkapellen ist auch abhängig von der Militärmusik, wo die Qualität im Vordergrund steht, wo hervorragend gearbeitet wird, geprobt wird. Und wir brauchen die Militärmusik einerseits für unsere Musikvereine im Burgenland, wir brauchen sie für viele Festakte. Bei uns im Burgenland ist eine Angelobung ein Festakt, der gemeinsam mit dem österreichischen Bundesheer, mit der Bevölkerung begangen wird. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn wir nach Deutschland schauen, werden kaum Angelobungen in der Öffentlichkeit gemacht. Und das zeigt die Verbundenheit der Menschen dieser Region, des Burgenlandes, mit dem österreichischen Bundesheer, auf dem große Herausforderungen, wie zum Beispiel der Assistenzeinsatz, die Flüchtlingssituation und die Bruckneudorferinnen und Bruckneudorfer wissen, wovon ich rede. Und diese Situation, die im letzten Jahr war, wollen wir heuer nicht mehr haben. Und da ist das österreichische Bundesheer ein Garant, dass hier alles in geordneten Rahmen wieder abläuft. Und da wünsche ich dem österreichischen Bundesheer alles, alles Gute, dass diese Einsätze im Sinne unserer Bevölkerung, im Sinne der Republik Österreich durchgeführt werden. Zum Radfahren ein herzliches Glück auf. Unfallfreies Fahren und viel Spaß und Freude in dieser wunderschönen Landschaft. Alles Gute. Applaus
Dankeschön, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, meine Herren Abgeordneten, Bürgermeister, Herr Generalleutnant, meine Damen und Herren, ich bin wirklich sehr froh, heute hier sein zu dürfen. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen, in den letzten Monaten eine Richtung im österreichischen Bundesheer intern, aber auch teilweise nach außen hin vorgegeben, die sich ungefähr so skizzieren lässt, dass wir uns neu orientieren müssen, dass wir uns neu aufstellen müssen, dass wir mit der Zeit gehen müssen, dass wir uns auch an den Bedürfnissen der Bevölkerung, sei es was das Thema Sicherheit betrifft, aber auch grundsätzlich an die regionalen Bedürfnisse orientieren müssen. Wenn wir die letzten Wochen, Monate beurteilen, dann haben wir durchaus eine inkonsistente Sicherheitsfrage zu beantworten, gemeinsam mit dem Innenministerium. Und wir haben gesehen, dass wir im Bereich des österreichischen Bundesheeres durchaus Bedarf haben und Nachholbedarf haben, uns neu zu strukturieren. Und wir haben diese Neustrukturierung unter dem Aspekt gestellt, dass wir uns in der Fläche regionaler aufstellen wollen, dass wir auf die Bedürfnisse, die vor Ort gegeben sind, sei es im militärischen Bereich der Katastrophenschutz, der ein großes regionales Sicherheitsbedürfnis ist, verstärkt aufstellen, dass wir diese Kompetenz wieder in die Kompetenz der Militärkommanden geben, dass wir damit auch die Kompetenz der Militärkommanden stärken, dass wir sicherstellen, dass Grundwehrdiener in den jeweiligen Militärkommanden auch ausgebildet werden und dass wir auch sicherstellen, dass die Milizverantwortung in den jeweiligen Militärkommanden vor Ort erledigt wird. Diese ganze Reform, diese ganze Thematik und dieser ganze Zugang steht unter dem Aspekt der Regionalität. Ich selbst bin zwar Bundesminister, bin ein Vertreter der Bundespolitik, ich sage es aber auch ganz klar und deutlich, dass ich durchaus ein bekennender Föderalist bin, dass wir auf die regionalen Gegebenheiten Bezug nehmen müssen, dass wir, und ich glaube, das ist auch als Zeichen der Zeit, dass wir generell gefordert sind, als Politik, als Vertreter der Öffentlichkeit auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen. In diesem Bereich, wenn es um den sensiblen Bereich der Sicherheit geht, in anderen Bereichen, wenn es möglicherweise bei den Vereinen wie die Registrierkasse geht und diese Frage zu beantworten geht. Und in diesem Bereich, so wie hier, wenn es um die lokalen Bedürfnisse geht, müssen wir natürlich auch schauen, geht das im Einklang und ist das in Einklang zu bringen mit unseren militärischen Herangehensweisen, Herausforderungen. Und wenn das möglich ist, so wie in diesem Fall, dann wollen wir natürlich auch hier uns öffnen. Das ist, glaube ich, auch wichtig in dieser Entwicklung. Das ist auch ein Zeichen der Zeit, ein Miteinander zu zeigen, ein Miteinander mit der Bevölkerung zeigen. Und ich bin froh und ich möchte auch Danke an meine Mitarbeiter sagen. Danke auch an die Gemeinden, die natürlich auch ihren Beitrag dazu geleistet haben. Auch die Gemeinden haben hier etwas beizutragen, sei es versicherungstechnisch oder andere Dinge. Es sind Verträge unterzeichnet worden, auch die Gemeinden mussten sich hier bewegen. Aber alle zusammen, wenn man sich gegenseitig achtet, wenn man gegenseitig aufeinander zugeht, dann können solche Lösungen wie auch hier zustande kommen. Meine Damen und Herren, ich darf mich nochmals herzlich bedanken, hier heute sein zu dürfen, hier auch diesen Radweg eröffnen zu dürfen. Ich wünsche allen, die diesen Radweg benutzen, wirklich schöne Erlebnisse. Ich hoffe, dass wir auch ein Jahr später hier stehen können und sagen können, wir werden es verlängern. Und ich bin guter Hoffnung, so wie es der Bürgermeister gesagt hat, wenn es nicht so viele Schmuggelfahrten gibt, dann werden wir das durchaus auch bewerkstelligen können. Herzlichen Dank und Glück auf. Probe Schnitt. Ich will jetzt einmal stehen. Ab da. Eins. Zwei. Drei.
Ja! Genau. Achtung! Wir können das nicht. Aber es ist eine Fahne.